Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und wir wollen uns heute anschauen, wie ihr bei Binance einfach Stocks von beispielsweise Coinbase oder von Tesla kaufen könnt. Vielleicht kurz vorab, Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Ihr habt dort unter anderem mittlerweile einen deutschen Support. Ihr könnt dort Kryptowährungen einzahlen und abheben und ihr könnt mittlerweile auch Euro einzahlen und abheben. Das heißt, es gibt eigentlich viele Gründe, auf Binance Kryptowährungen zu handeln und mittlerweile erweitern sie ihr Portfolio auch um Aktien. Und angefangen haben sie halt mit Tesla und Coinbase kam als nächstes und wir werden noch viele weitere Aktien dort sehen, die ihr dort handeln könnt. Wenn ihr noch keinen Binance-Account habt, ich habe unten nochmal einen Link reingepackt. Mit dem Link spart ihr 10% Gebühren, wenn ihr euch bei Binance damit anmeldet. Das heißt, dann spart ihr beim Traden einfach 10% auf die Gebühren. Wenn ihr das einmal gemacht habt, einfach geklickt, dann müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse und Passwort hinterlegen und dann habt ihr auch schon einen Binance-Account. Wenn ihr dann Euro-Einzahlungen vornehmen wollt, müsst ihr euch dafür auch verifizieren und das geht relativ einfach. Einfach hier auf euer Account-Symbol und dann hierauf klicken und dann seht ihr, habt ihr hier auch schon die Möglichkeit, euch zu verifizieren. Ihr müsst dafür einfach auf den Link klicken. Ich bin jetzt schon verifiziert, ansonsten würde hier ein Link sein, da klickt ihr rauf und dann müsst ihr ein Bild von eurem Ausweis oder Reisepass hochladen, ein paar Fragen beantworten nach eurer Adresse beispielsweise und dann seid ihr auch schon verifiziert und dann könnt ihr halt auch Euro einzahlen und auch auszahlen. So, zum Aktienhandel bei Binance ist es so, dass die Aktien bei Binance gegen BUSD, also das ist im Prinzip ein Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden ist. BUSD steht dabei für Binance USD. Dahinter verbirgt sich aber im Prinzip ein Stablecoin, der von Paxos herausgegeben wurde und den Binance halt für sich nutzt und den haben sie halt BUSD genannt. Also brauchen wir in unserem Wallet BUSD. Wir gehen dazu einfach mal auf dieses Fiat und Spot Wallet. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, dort Einzahlungen vorzunehmen. Also wir brauchen hier, wie gesagt, BUSD. Wenn wir das irgendwo haben, könnten wir das natürlich direkt zu Binance schicken. Das wäre der einfachste Fall. Für die meisten, die können sonst auch andere Kryptowährungen, wie Bitcoin beispielsweise, zu Binance schicken. Einfach auf Deposit klicken und dann bekommt ihr eine Bitcoin-Adresse angezeigt, wo ihr das hinschicken könnt. Oder ihr macht eine Fiat-Einzahlung, also eine Euro-Einzahlung. Wie gesagt, dafür müsst ihr verifiziert sein. Und das geht beispielsweise hier mit Bankcard. Einfach darauf, dann gebt ihr an, wie viel ihr einzahlen wollt. Und dann könnt ihr die Einzahlung auch schon vornehmen. Im nächsten Schritt werdet ihr dann nach eurer Kreditkartennummer gefragt. Kann eine Visa oder eine Mastercard sein. Und nach dem Ablaufdatum. Und dann könnt ihr im Prinzip die 500 Euro überweisen. Normal gibt es hier sonst auch immer die Möglichkeit, eine normale Überweisung zu machen, einen Banktransfer. Der wird manchmal für einige Minuten deaktiviert. Müsst ihr einfach mal gucken, sonst würde ich hier, also ihr könnt natürlich noch Sofortüberweisungen machen, aber manchmal steht ja auch noch Banktransfer. Der wird nur manchmal deaktiviert, wenn es ein sehr hohes Aufkommen gibt. Aber dann könnt ihr auch eine einfache Überweisung machen. Bei mir ist es so, wenn ich eine einfache Überweisung mache, per Revolut an einem normalen Arbeitstag kommt das in der Regel innerhalb von wenigen Sekunden an. So, das geht relativ gut. Vorteil bei einer Überweisung ist, dass ihr keine Gebühren zahlt. Bei einer Einzahlung per Visa oder Mastercard zahlt ihr halt 1% oder 1,8% Gebühren sogar. Das zu der Einzahlung. Wenn ihr dann Euro habt, müsst ihr die Euro noch gegen BUSD tauschen. Das geht leider auch nicht direkt. Das heißt, was ihr machen müsst, ist im Prinzip die Euro gegen USDT beispielsweise, also Tether, traden. Haben wir hier. Können wir auf Tether gehen. Trade und dann suchen wir uns. Haben wir gar nicht, dann würden wir das einfach gegen Bitcoin traden. Das heißt, wir würden uns unsere Euro nehmen und würden im Prinzip die gegen Bitcoin tauschen und müssten die dann im nächsten Schritt nochmal gegen USB tauschen. Das heißt, wir würden hier sagen, eine Market Order, die wird dann sofort ausgeführt.
Der Limit Order könntet ihr sagen, zu welchem Preis gekauft oder verkauft werden soll. Und dann könnt ihr sagen, okay, mit einem Knopfdruck Spot Market Order bei BTC und dann habt ihr Bitcoin. Dann müsstet ihr im nächsten Schritt nur hingehen und sagen, ihr wollt BUSD. BUSD gegen BTC beispielsweise. Da müssen wir BTC suchen gegen BUSD. Gehen wir mal hier hin, BUSD gegen Bitcoin. Wäre das Trading per BUSD gegen Bitcoin und dann könnten wir einfach sagen, okay, nachdem wir Euro gegen Bitcoin gekauft haben, wollen wir einfach jetzt unsere Bitcoin gegen BUSD verkaufen, könnten wieder eine Market Order machen und machen einfach Sell und dann haben wir BUSD in unserem Wallet und damit können wir dann Aktien kaufen. Um Aktien zu kaufen, müsst ihr jetzt einfach auf Trade gehen und dann auf Stock Token. Aktuell ist es noch so, dass, wie gesagt, erstmal zwei Coins drin sind, Coinbase und Tesla. Und sukzessive werden da mehr hinzukommen. Und es ist auch noch so, dass das noch nicht 24 Stunden handelbar ist. Aktuell ist es nur handelbar, wenn auch die New York Stock Exchange offen ist. Also wenn wir beispielsweise hier auf Trade gehen, sehen wir, der US-Markt ist gerade noch geschlossen. Das heißt, ihr könnt es gerade auch nicht kaufen. Ansonsten wäre es relativ straightforward, wenn ihr das kaufen wollt. Ihr sagt einfach, wie viel Coin oder Coinbase-Aktien ihr kaufen wollt. Ihr seht hier oben euer BUSD-Guthaben und könnt einfach sagen, ihr müsst auch keine ganze Aktie kaufen, sondern könnt einfach sagen, okay, ich will 0,1 Coinbase-Aktien kaufen und klickt dann auf Buy. Und dann würde im Prinzip die Order auch schon ausgeführt werden. Das Ganze läuft über eine deutsche Firma, CME Equity AG, die im Prinzip im Hintergrund auch die Aktien hält und wenn zum Beispiel eine Dividende ausgeschüttet werden würde, würdet ihr auch die Dividende bekommen. Das heißt, da ist wirklich im Hintergrund die Aktie, die gekauft wird und ihr das im Prinzip nur über einen Token haltet, aber im Prinzip auch alle Vorteile von einer richtigen Aktie habt, wie etwa eine Dividende. Das dazu. So würdet ihr es einfach kaufen und verkaufen könnt ihr genauso einfach, indem ihr einfach sagt, wie viel ihr verkaufen wollt. Und das wäre es dann. Falls ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen. Und ansonsten, wenn ihr noch keinen Binance-Account habt, nutzt gerne den Link, um 10% Gebühren zu sparen. Die liegen in der Regel bei Binance maximal bei 0,1% je Trade, also schon recht günstig im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.